Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF Marsch. Im Marschkrimi. Ja, ich bin hier an Hofbrodelarbeiten machen, ne? Was so ansteht und den Rest macht eigentlich mein Helfer, ne? Die Helfer. Aber wir brauchen mal eben ein Bild, ne? Müssen wir auch mal was anderes sehen. Wir tun mal gerade Viecher versorgen. Ich hab schon mal wieder alles vollgefahren und so. Was halt so ansteht, ne? Ich hab Mischration mal wieder so 150.000 Liter gemacht. Für den Fall der Fälle Mission laufen, ne? Da bleibt auch ganz gut, was wir jetzt für uns über von den Weinsernten-Missionen. Da ist ein halbes Feld noch und der Rest ist für uns. Da freut es, wenn ich sich, ne? Ne, gibt ordentlich Talas. Oh, was war da? Wer verkauft denn jetzt schon wieder? Wer hat hier verkauft? Er! Nee, dann kommt er direkt zu unserem Hof. Das verkaufen wir doch nicht weiter. Er hat verkauft, also Hofsilo abladen. Feld 62, ist denn da so viel übel? Er ist auch gleich wieder fertig. Hier, das ist alles für uns. Alles, was da jetzt noch am Weizen ist, kommt in unser Silo. Ist voll die Mission. Und? Anscheinend ist das, was jetzt hier alles noch ist, auch noch für uns. Ha! Alter, nein, ey, kann ja gar nicht sein, ey. Was ist denn hier los? Die sind ja noch gar nicht abgeschlossen. Da. Dinkel. 77% ist fertig. Da müssen wir noch hin, ne? Feld 72 ist das einzigste. Feld 46 hier ist voll der Liefervertrag. Ist nur noch ernten. Und dann, ja, ich habe erst überlegt, ne, hier Möhrenernter, ne? Ist ja auch alles, guck mal, da bleiben 238.000 Liter vor uns über. Ist ja alles schön und gut, ne? Weil wegen Schweinefutter und so, aber dann habe ich mir gedacht, nee, lass mal. Wir machen das jetzt so, wie es hier ist. Oh, du kannst dich wieder voll machen. Ich fahre im Moment hier Zeltstofffabrik immer noch hin und her. Du kannst so doof fahren. Zeltstofffabrik fahre ich meinen Dünger, Wasser hin, dass sie auch mal wieder aufgeladen ist. Feld 14 hatte ich gedüngt. Sag mal schnell. Hab die Tiere jetzt schon wieder alle versorgt soweit, ne? Da bin ich gerade bei. Ist jetzt da, guck, da habe ich dann hier wieder reingefahren, habe noch Stroh und Wasser hingefahren. Da komm, da lohnt noch gar nicht Futter hinzufahren, ne? Bei denen, die sind noch ziemlich voll. Da können wir noch mal wieder ein bisschen Weizen hinfahren. Hier muss halt Mischration rein. Hier machen wir gerade, können wir auch noch mal wieder Stroh reinfahren. Das ist gut. Schafe sind ja eh generell voll. Schweine habe ich Stroh komplett voll gemacht. Nochmal einen Wagen Schweinefutter rein. Dann sind die Tiere jetzt mal wieder gut zufrieden, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich habe den Deutz ja auch gerade über. Da kannst du dann diese Hofbrodelarbeiten zwischendurch machen. Dann hast du das schon mal alle erledigt. Brauchst dich nicht mehr drum kümmern, weil viel mehr ist jetzt. Hier noch die letzten Missionen fertig machen, ne? Gemüse könnten wir verkaufen, aber ich warte noch, ne? Wir haben jetzt 570.000. Nee, lass mal. Wer weiß, wofür wir es brauchen. Können noch Kredit wieder 500.000 zurückzahlen. Rein theoretisch. Oder warten noch. Ich habe mich auch noch nicht gar nicht weiter entschieden. Ich muss noch zum Sägewerk gleich hin. Ne, da muss noch wieder Holz rein. Ein Wagen haben wir ja noch stehen. Haben die jetzt verteilt? Ne, haben immer noch nicht verteilt, die Säcke. Kann doch gar nicht sein, warum verteilen die nicht? Ja, wahrscheinlich erst, wenn eine Palette voll ist, oder was? Dann fahren wir gleich den Rest Holz da eben rein, den wir da noch stehen haben. Wir haben da nur einen Wagen stehen. Dass das weiter vorangetrieben wird, ne? Ihr seid fertig? Der Deutsche ist mal stehen bleiben, der wartet, ne? Der ist schon wieder voll.
Der ist fleißig an Säen. Hier fällt 43 ist das. Oder 49. Sag mal schnell, ihr seht da Zuckerrübe, ne? Dort fällt 43. Seht ihr, Zuckerrübe ist auch gleich durch, ne? Unser ist ja am Grobern hier, fällt 58. Der ist auch sofort fertig, ne? Ich hoffe, dann kommt die Säenmission hinterher. Den müssen wir, glaube ich, nur. Fällt 71, müssen wir auch noch grobern. Da fällt 71, müssen wir noch grubbern. Der ist gleich durch. Das ist auch so gut wie fertig. Es läuft, es kommt Kohle rein. Und wie heißt es? Produktion. Ja, Saatgutproduktion habe ich wieder was reingefahren. Weizen und Mineraldünge. Da läuft noch. Hier Kompost läuft auch die ganze Zeit. Wir haben auch wieder ordentlich Kompost im Silo. Hier ist auch fleißig am Produzieren. Ist auch schon wieder richtig Kohle, was da ist. Silage, ja, habe ich erstmal ziemlich leer gemacht, ne? Muss ich den Rest noch in den Kuhstall fahren? Da ist ja noch ordentlich was. Wie gesagt, hier habe ich Dünger rausgenommen, in die Saatgutproduktion gefahren und ja, und hier läuft auch, ne? Aber dass hier den Strom immer noch nicht verteilen tut, ne? Kann ja gar nicht. Irgendwie ist mal hier im Moment verkehrt, ich weiß nicht was. Kein Plan, aber er läuft. Ne, Methan, weiß ich auch nicht. Können wir auch nichts mit anfangen. Das läuft. Hier ist auch wieder da. Premium. Sind wir schnell, ja. Warten wir ihm, der müsste nämlich sofort fertig sein. Und dann. Müssen wir mal überlegen, ne? Bäckerei? Nee. Brauerei? Kostet alle so viel Kohle, ne? Was ist das hier? Käserei. Wäre ja noch eine Option. Kalkwerk, ja. Guck mal, 500.000, das könnten wir uns sogar leisten. Dann könnten wir die Muscheln wegtun. Es kommt im Kalkwerk, kann aus Dieselstrom und Wartung aus Wasser, Steine, Muscheln und Kies Kalk produziert werden. Oh ja, da muss auch erst Kieswerk wieder haben, ne? Klärwerk brauchen wir noch nicht. Das lohnt nicht. Komposter haben wir. Labor wäre irgendwann interessant, ne? Malzfabrik wäre wahrscheinlich cool, ne? Mehlfabrik. Kostet auch 1,1 Millionen, ne? Das haben wir. Ne, Ölmühle. Bringt uns nichts. Wir könnten uns so eine Obstplantage kaufen, aber. Pelletsfabrik. Die wäre wahrscheinlich irgendwann noch interessant, aber sind auch 1,2 Millionen. Das haben wir alles. Es ist, im Moment ist halt. Schlachterei haben wir. Separator haben wir. Textilfabrik haben wir. Tischlerei. Ja, 1,6 Millionen. Zellstofffabrik haben wir ja. Zementwerk, ja. Sind alles im Moment Kosten, die wir uns jetzt hier erstmal sparen. Heizkraftwerk, okay, ja. Das ist jetzt das, was so da ist, ne? Du müsstest doch fertig sein, oder ne? Ja, sicher. Ja, komm, dann mach ihn zu Ende. Wir müssen dann zu Feld 71 noch, ne? Ja, ja, ja. Feld 71, grubbern. Feld 71. Der Kurs kann raus. Da haben wir noch. Kein Kurs. Nee, Feld 71. Hier machen wir weg. Feld 71. Vielposition machen wir noch durch. Zielposition kannst du von mir aus erstmal so machen. CP-Kursgenerator öffnen. CP-Kurs generieren. Wir speichern das. Feld 71. Speichern, aktivieren, grubbern, ne?
Läuft. Dann können wir jetzt sorgen. Handbremse raus. Zap, zap. Du fährst los. Wir schließen die Mission ab. Hier. Abschließen. Gehen hier hin. Neue Verträge. Rocken. Vertrag akzeptieren. Mokwi. So, das haben wir. Seenfeld 58. Ja. Da ist er noch bei. Der ist auch gleich fertig, ne? Da geht der Rutzi-Futzi. Der fährt los. Der macht seinen Job da hinten, ne? Ja, die stehen im Moment nur rum, wollen jetzt noch eine Ballmission hinterher schieben. Ist nicht. Da hatte ich gedüngt. Ja, die machen jetzt den letzten Rest hier fertig, ne? Alles unser. Ich würde mal sagen, das hat sich gelohnt, oder? Können wir bald noch verkaufen. Das sind ja über 100.000 Liter, die dann überbleiben. Heider nein, ey. Das ist krass. Das läuft, das läuft. Ihr fährt da dran, ne? Den Unimog bin ich noch am überlegen zu verkaufen. Ich habe den Agro-Truck mit rein. Oh, ich habe noch gar nicht in den Gebrauchtwagen-Shop geguckt. Was ist denn jetzt angekommen? Ach, der MN an der Zeitstofffabrik. Gebrauchtwagen-Shop, ist da was drin? Man, lohnt alle nicht, ne? Entlohnt, ne. Ich habe den Agro-Truck mit reingenommen, ne? Was kann ich so unter LKW? Da habe ich mit reingenommen. Wäre ja schon eine coole Sache, ne? Aber. Da, 120.000. Weiß, okay. Winterabweiser brauchen wir nicht. Was ist das denn hier? Könnte man drüber nachdenken, ne? Aber der hat keine Fronthydraulik-Reifen-Variante. Was hast du denn da? Guck mal, guck mal. Das gefällt mir schon, ne? Das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Hauptfarbe. Nee, ne? Die Kohlfarbe. Nee, da müsste man das ja so machen. Hier weiß. Da blau. Das sieht schon mal eher aus, ne? So könnte ich mir den gefallen lassen. Ja? Aber jetzt noch ein Gerät kaufen, wenn, dann müsstest du einen Hänger dazu kaufen. Motorleistung. Geht die nicht nur Höhe? Nee, 500. Nee, lass mal jetzt erst. Können wir uns auch so einkaufen. Wie viel Kapazität hast du überhaupt? 22 Kubikmeter, ja, bringt's aber auch nicht. Deswegen, also, nee. Nee, nee, lass mal erst alles. Wir haben ihm genommen, wenn dann, bin ich ganz ehrlich, wenn dann wäre hier so ein Möhrenernter. So weit. Das wäre schon eher interessant, ne? Möhrenernter. Wie viel Volumen kannst du überhaupt? Ja, 52.000, aber. Nee, lass mal lieber, ne? Wir wollen mal nicht so viel Geld ausgeben. Das ist alle nicht so prickelnd. Wäre hier so wert. Pflanzenschutzauto brauchst du auch so gut wie nie. Ja, Baumwolltechnik, die brauchen wir denn nicht. Sind 485.000 oder? Da. Ja, das ist das, wo wir drauf hinarbeiten müssen. Ich könnte jetzt auch noch Schafe und Tiere wieder setzen. Ich könnte einen eigenen Futtermischwagen kaufen. Aber das ist alles Geld, was wir uns sparen können im Moment. Wenn, dann müssten wir auch hier drauf gehen. Holzvollernte, sowas brauchen wir.
Ja, man kann so viel Geld ausgeben, aber man kann es auch sein lassen mal ab und zu, ne? Mal so ein bisschen sporen. Oh, du hast einen Baum gefunden. Das ist aber uncool. Oh, du willst wieder tanken. Ja, machen wir gleich. Mach ich gleich fertig. Du kannst zur Zellstofffabrik fahren wieder. Damit das da vorangeht, ne? Zellstoff, Wasser. Da fahren wir hin. So, liebe Leute, ihr seid erstmal wieder auf dem neuesten Stand, ne? Wie der Plan der Dinge hier ist. Ich sage erstmal, danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.